Grundsätzlich wisst ihr wahrscheinlich alle inzwischen, dass wir vorhaben, ja, sowas wie Trollstürme oder wie auch immer ihr das nennen wollt, auf verschiedene Konstruktive Ziele. Kritikstürme, pass auf, ja, Okay, also. konstruktive Kritikstürme auf verschiedene Ziele Voll. durchzuführen. Lasst niemals irgendwelche Rückschlüsse auf diesen Server kommen. Grundsätzlich kann man dies, ihr habt jetzt gleich gesehen, wir sind jetzt auf dem Server so rund 1000, oh, ich muss nochmal gucken. 1250, glaube ich, waren Genau, es. 1268 wurde mir gerade angezeigt. So viele sind Okay. wir gerade. Das klingt jetzt wenig, wenn ihr überlegt, ihr habt jetzt ein YouTube-Video mit 200.000 Aufrufen oder sowas und jetzt kommen da 1000 Likes oder Dislikes dazu. Das ist jetzt nicht so unbedingt so viel. Das kann man aber relativ leicht multiplizieren, indem jeder von euch sich, ja, wir nennen es mal Brandkonten oder Fake-Accounts oder nennt es wie ihr wollt, wer Anglizismen nicht mag, einen Brandkonten erstellt und dann meinetwegen mit 5 Konten dabei geht. Dann haben wir schon die fünffache Anzahl. Von mir aus könnt ihr euch auch 50 erstellen. Das muss jeder selber wissen, wie viel Zeit und Mühe er investieren möchte. Wie genau das vonstatten geht, wird euch gleich noch ein Offizier erklären. Ja, und ganz wichtig noch, wenn ihr euch keine Fake-Accounts erstellen wollt, dann ist es trotzdem wichtig, wenigstens, dass ihr wenigstens auf den großen sozialen Plattformen wenigstens einen Account habt. Also YouTube, Twitter, Instagram, Facebook. Also mindestens einen Account habt. Ja, also das ist wirklich wichtig. Ja. Genau, natürlich so viele wie ihr könnt, aber einer ist Minimum, damit ihr überhaupt an diesen Aktionen teilnehmen könnt. Wird noch andere Aktionen geben, aber das sind die, um die es ja gehen soll. Was wir von euch wollen, ist, dass ihr Leuten eine konstruktive Kritik gebt. Das ist die offizielle Formulierung, was ihr daraus interpretiert. Und ich weiß, was ihr daraus interpretiert, und ihr wisst jetzt, was ihr da rein interpretieren sollt. Das ist dann wiederum eure Sache. Das geht hauptsächlich darum, dass wir diesen Server auch ein bisschen schützen wollen und die Aktionen, die wir hier planen. Falls das irgendwann mal hier den Bach runtergehen sollte und man den Server löscht, erstellen wir einfach einen neuen. Das werdet ihr dann aber schon erfahren. Ganz wichtige Instrumente sind, wie gesagt, das Hoch- und Runterliken. Wenn wir jetzt ein Video haben und irgendjemand gibt einen Kommentar unter dieses Video, der halbwegs intelligent und gut formuliert ist, dann ist ein wichtiges Mittel unter YouTube zum Beispiel, dass ihr diesen Kommentar hochliked, weil je mehr Likes er hat, desto weiter oben steht er nachher. Und hinterher möglichst diese gesamten Videos in den Boden runtervotieren und die Kommentare möglichst vernichtend gestalten. Und wenn ihr das mit mehreren Accounts macht, umso besser. Soll ich schon mal die Anleitung dazu mit der Sessionbox in die Verlautbarung Die packen? Anleitung bezüglich YouTube-Brandkonten meinst du? Ja. Ja, die poste mal rein. Jetzt wird auch Georg, bist du da? Ja, ich bin da. Okay, dann wird Georg jetzt kurz mal mündlich erklären, wie man sich auf YouTube ganz einfach viele Fake-Accounts erstellt und mit denen dann auch ganz schnell seine Meinung kundtut, quasi, ja, und in Form von Likes und Kommentaren. Und danach, ja, habt ihr dann 15 Minuten Zeit, ja, euch auf den genannten Plattformen wenigstens einen Account zu erstellen. Und wenn ihr ganz schnell seid, erstellt ihr euch halt auf YouTube mehrere, ne, mit dieser Methode, die euch jetzt gleich genannt wird. Und dann wird Nikolai in den Verlautbarungen ein oder mehrere entsprechende Ziele posten. Und dann testen wir gleich mal aus, wie viel Wirkung das dann hat. Alles klar. Gut, dann fange ich mal an. Zunächst mal benutzt ihr bitte diesen Link hier. Könnt ihr euch auch abspeichern. Das ist so das Wichtigste bei der ganzen Geschichte. Das ist nämlich euer Kanal-Verwaltungsmenü. Dort dürftet ihr jetzt, wenn ihr es anklickt, alle eure Fake-Accounts sehen oder allgemein eure ganzen Konten sehen, die jeweils zu eurem Google-Plus-Account gehören. Das dürfte bei den meisten jetzt nur einer sein. Daneben steht ein Pluszeichen mit neue Kanal erstellen. Da klickt ihr ganz einfach drauf. Da kommt dann bei mir, ich habe die meiste Anzahl an Plusseiten bereits erstellt, aber bei euch müsst ihr dann quasi euren Namen eingeben oder je nachdem halt, wie euer Kanal heißen soll. Und ja, das war's dann eigentlich. Geht dann noch weiter und dann dürft ihr bereits einen neuen Fake-Account haben oder ein neues Brandkonto haben. Wichtiges Ding ist, nachdem ihr 5 habt oder so oder 10 oder 5 halt erreicht habt, geht das nicht mehr. Da müsst ihr dann eure Nummer angeben. Das ist dann besonders wichtig, wenn halt so oder wenn problematisch werden, wenn ihr halt, ja, wenn ihr etwas anonymer handeln wollt. Ansonsten ausführlicher ist das dann noch in der Anleitung, die Max reingestellt hat.